da ist. Da ist anscheinend. Kein Hinkommen. Da ist nix. Da ist kein Durchkommen. Bei der 4 ist was. Wollen wir erstmal in die 3? So, jetzt müssen wir ihn in die 4 holen. Weil da das Dings ist. So, und wie kommen wir jetzt dann da ran? Das ist jetzt die Quizfrage. Ich verstehe. Das ist ja doof, ey. Ich muss den dann runterspringen. Ups. Ja, so nicht. Kacke. So definitiv nicht. Das war Kacke. Wie viel hat er denn noch? Okay, der hat den einen. Alles klar. Wir müssen den in die 4 holen. Während der hochfährt, dann da rausjumpen, da durch. Und hast du dich gesehen? Aha. Okay. Alles klar, wir holen den jetzt. Müssen wir runter. Ah, zu spät. Nicht durch, ne? Nee. Okay, wir müssen warten und müssen schnell machen. In die 4. Während er jetzt hochfährt, springen wir runter, damit wir in das Loch da reinkommen. Haben wir's. Alles klar, jetzt haben wir's. Na komm. Ich glaube, das hat funktioniert. Na also, geht doch. Okay, jetzt müssen wir tun, dass wir hier wieder runterkommen. Soll ich da ernsthaft wieder lang? Tatsache. Oh, das war knapp. Klettern wir wieder zurück.
Ich weiß, ich kann jetzt gerade nichts sehen. Okay, ging. War kein Problem. Dann nach unten. Ah, muss ja doch ein bisschen überlegen jetzt. Ah, verdammt. Spannend, was hier drin ist. Ah, da. Brenn, Baby, brenn. Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Cooles Teil. Kein Problem. Ich hatte eigentlich gedacht, die Action wäre jetzt so ziemlich vorbei. Aber dem scheint nicht so. Okay, da geht's weiter zur Story. Holen wir uns erstmal die Kisten. Was hier nur so rumlungert. Schaden tut's ja nicht. Ach, hey, je. Okay, hier ist es. Okay. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme.
Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Vor allen Dingen, jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? Die Musik gefällt mir jetzt. Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Das wird ja jetzt lustig. Nein! Na toll. Verdammt, das gibt's doch nicht. Boah, Leute. Okay, dann nehmen wir halt ein bisschen mehr Bums. Na komm. Mann. Oh Gott, was ist denn das? Himmel, sind die übel. Jetzt hier raus, bitte? Nein, immer noch nicht. Komm schon. Boah, Gottes Willen, ey. Ich glaube, das war's erstmal. Erstmal alle plündern. Boah, das war übel. Habe ich auch noch nicht erlebt. Nicht so raus hier. Okay, wir müssen so oder so da lang. Alles klar. Na komm.
Das ist schon cool gemacht, ne? Selbst dafür, dass es von 2013 ist, ist die Grafik immer noch Bombe. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. Na toll. Nichts leichter als das, würde ich mal sagen, ne? Also wie gesagt, ich kann gar nicht so verstehen, dass das Spiel so an mir vorbeigegangen ist. Das ist echt übel. Aber was lange währt, wird endlich gut. Rennen. Achtung, sie sind am Pier. Okay. Feuer! Jonas, Hilfe! Wo bist du? Hinter schon unterwegs. Machen wir uns da schon auf den Weg, sind da schon unterwegs. Ich mache ja schon so schnell ich kann. Ah. Wobei ich eigentlich nicht nach oben will. Jawohl, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, dann kann ich da runter. Okay, ihr Schweine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Sie ziehen sich zurück. Na toll, wozu bin ich jetzt hierher geeilt? Reyes, du bist verletzt. Na komm. Danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh. Er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Mhm. Okay. Vertrauen. Fahren Sie mit dem PT-Schnellboot den Fluss. Geh einfach an Bord. Na dann. Machen wir das doch. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Als alles verloren schien. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Fand ich eine Wahrheit. Was zum Teufel geht auf dieser Insel vor? Und mir wurde klar, was ich werden musste.